3, 2, 1! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein paar Wörter an euch gerichtet, denn wie ihr gemerkt habt, wir haben 500 Abonnenten da. Wir sind 500 kleine Kartoffeln. Wir sind Sweet Potatoes. I'm a potato. I'm a beautiful potato. Ihr wisst, wenn ich ein Cosplay machen würde, wäre ich wahrscheinlich eine Potato. Sachen, die ich euch kurz erzählen wollte, wäre erstens vielen Dank dafür. Es kommt nochmal ein so angeteastes kleines Abo-Special. Ansonsten ist es aber jetzt so, dass ich auch gerne ein paar nützliche Informationen an euch weitergeben würde. Deswegen habe ich diesmal auch ein paar Sachen zusammengetragen. Was im Eigennutz. Und zwar, ich habe jetzt ein Postfach, wo ihr mir gerne auch Sachen zusenden könnt. Und das können wir natürlich auch unboxen, weil das natürlich auch ein großer Bestandteil des Kanals ist. Wäre das ziemlich sinnvoll. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr mir was zuschickt, weil das ist Liebe. Was gibt es für einen Mehrwert für euch in diesem Video? Ja, ich habe für euch mal die nächsten Conventions zusammengetragen, die jetzt aktiv noch dieses Jahr sind oder Anfang des Jahres, damit ihr dahin gehen könnt und andere coole Leute treffen könntet. Eventuell auch mich. Aber ich schaffe natürlich auch nicht, auf jede einzelne Convention zu kommen. Am 25.11. ist zum Beispiel die BIMACO in Bitterfeld, Wolfen. Diese umfasst zwischen 500 und 2000 Leute und ist auf jeden Fall für denjenigen, der dort aus der Nähe kommt, auf jeden Fall ein Besuch wert. Für die Leute aus Bayern habe ich am 2.12. was Schönes, und zwar in Coburg. Da gibt es die German X-Mess Con und die umfasst auch 500 bis 2000 Leute und wenn ihr dort aus der Gegend kommt, schaut dort vorbei auf jeden Fall. Ich kann da leider nicht da sein, ich bin in Köln mit dem Tubers Club und das wird so mega lustig, cool und ich freue mich schon voll. Und für die, die kein Geld haben, weil Weihnachtsgeschenke und so weiter und so fort, für die habe ich auch was hier, fast ein Heimspiel würde ich sagen. Und zwar das Frankenmax in Nürnberg. Das findet statt am 13. Januar. Ja, der Schnitt war, weil ich gerade nachgeschaut habe, wann das ist. Für alle, die gerne noch einen Kinofilm anschauen wollen, ihr kennt ja in Cineplex mit Katze und so weiter, kommen ja immer diese Anime-Nights, in denen Animes laufen, mal einen Tag. Und da gibt es zwei Vorstellungen, und zwar nächstes Jahr im Frühjahr von Your Name. Schnitt am 11. und am 14.01. Wie findet ihr das? Meint ihr, ich sollte ab und zu mal ein paar Informationen für Conventions in eurer Gegend, also in komplett Deutschland, mal erwähnen? Weil ich finde, es geht sehr oft an einen vorbei, dass mal was war oder das, was in der Nähe ist. Oder viele haben sich noch nie damit beschäftigt und wissen gar nicht, dass es da Conventions gibt, auf die du einfach hingehen kannst, mit oder ohne Cosplay, und andere Leute treffen kannst, die genauso verrückt sind wie du. Und wenn ihr der Meinung seid, das sollte ich öfters mal machen, dann schreibt es mir in die Kommentare oder zeigt es mir deinen Like. Ansonsten an dieser Stelle von mir nochmal vielen Dank für 500 Abonnenten. Ihr seid die Allerbesten und ich hoffe, es geht so weiter. Und wir sehen uns hoffentlich bald mal irgendwo. Ich werde es auf jeden Fall ankündigen, wenn ich irgendwo bin. Sayonara!